Jawohl. Der Klassiker realistischer Echtzeitstrategie oder besser gesagt Echtzeittaktik meldet sich mit Close Combat The Bloody First zurück. Darin übernimmt man die Rolle eines Kompaniechefs einer Infanteriekompanie der 1. US-Infanteriedivision. Die kämpfte im Zweiten Weltkrieg an so unterschiedlichen Schauplätzen wie Tunesien, Sizilien und der Normandie. Wahrscheinlich stellen sich jetzt einige Leute die Frage, was zum Teufel ist Close Combat? Dazu muss ich kurz einen Abstecher in die weit entfernte Vergangenheit machen. Ins Jahr 1996. Dem Jahr, in dem der erste Teil der mittlerweile fast 15 Teile umfassenden Reihe erschienen ist. Der damalige Entwickler Atomic Games verfolgt den neuen Ansatz, ein möglichst realistisches Echtzeit-Taktikspiel zu entwickeln. Basierend auf einem der komplexesten Tabletop-Kriegsspiele, Avalon Hills Advanced Squad Leader, überraschte das Spiel durch einige bis daher unbekannte oder nur selten genutzte Spielelemente, die für ein ungewohntes, aber ungemein spannendes Spielgefühl sorgten. So wurden etwa Ausdauer und körperlicher Zustand von Soldaten simuliert. Und als erstes Spiel überhaupt führte Close Combat den emotionalen Zustand von Soldaten ein. Verschiedene Faktoren auf dem Schlachtfeld, wie Nähe zu Offizieren oder anderen Einheiten, Feindbeschuss oder eigene Verluste in der Truppe beeinflussten den psychischen Zustand jedes einzelnen Soldaten. Die Folge war, dass Soldaten etwa in Panik geraten konnten und flohen, sich einfach kampf- und bewegungsunfähig hinter Deckung verschanzten oder bei selbstmörderischen Angriffen auf starke Stellungen einfach den Befehl verweigerten. Entwickelt wurde das für das Genre bahnbrechende System in Zusammenarbeit mit einem Spezialisten für kriegsbedingte Traumata. Einflüsse von Close Combat zeigen sich heute in nahezu allen realistischeren Echtzeit-Taktikspielen. Dem ersten Teil folgten 4 weitere Teile der Originalserie: A Bridge Too Far, Russian Front, Battle of the Bulge und im Jahr 2000 schließlich Invasion Normandy. Danach verschwand die Spielereihe zunächst in Deutschland von der Bildfläche, da der neue Publisher Matrix die Spiele lediglich über ihre Webseite verkaufte und nicht, wie damals mehrheitlich noch üblich, in Geschäften. Es folgten 3 Remakes der Originalspiele mit Detailverbesserungen, sowie die 3 komplett neu entwickelten Teile Last Stand Arnhem, Panthers in the Fog und abschließend 2014 Gateway to Caen. Der erste Teil, der endlich auch über Steam vertrieben wurde. Dazu kamen noch ein paar andere Teile, die etwa lediglich für das US Marine Corps entwickelt wurden. Der Ausflug in die Vergangenheit war jetzt doch ein wenig länger, wie ihr seht schon. Close Combat ist bei uns zwar mittlerweile eine recht unbekannte Reihe, aber dennoch seit fast 20 Jahren eine feste Größe in der Wargaming-Community. Umso mehr freut es mich, dass Matrix versucht, die Reihe zu modernisieren, um die Serie zu den glorreichen alten Tagen zurückzuführen. Auf einem Event konnte ich Close Combat The Bloody First zum ersten Mal selber anspielen und mir einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen. Das hier zu sehende Bildmaterial ist uns übrigens von Matrix zur Verfügung gestellt worden und ich lasse die kurzen Videos meistens ungeschnitten laufen, um euch einen besseren Eindruck in die Dynamik der Gefechte zu liefern. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass es sich um eine frühe Alpha-Version handelt und sich bis zum Release noch so einiges verändern dürfte. Wie anfangs erwähnt, übernehmen wir die Rolle eines Kompanieführers in einer großen zusammenhängenden Kampagne, in der es uns an die 3 historischen Kriegsschauplätze Tunesien, Sizilien und die Normandie verschlägt. Dort erwarten uns jeweils verschiedene Operationen, wie etwa Operation Husky auf Sizilien oder die Operation Overlord in der Normandie. Für mich persönlich ein wenig enttäuschend, da die meisten alten Teile eine Strategiekarte besaßen, auf der ich Einheiten selber strategisch verlegen konnte und musste. Vor einer Schlacht müssen wir aus unserer Kompanie, inklusive wechselnder Unterstützungseinheiten, den gewünschten Mix aus Einheiten zusammenstellen. In der Regel kommandieren wir dann einen Zug aus Infanteristen, das sind so knapp 50 Mann, mit angehängten Feuerunterstützungseinheiten wie Maschinengewehre, leichten Mörsern und auch einzelnen Panzern. Einheitenorganisation und Ausrüstung sind dabei eng an die Realität angelehnt. So wird sich etwa die zur Verfügung stehende Ausrüstung im Lauf der Kampagne stetig verändern. Verluste an Menschen und Material einzelner Schlachten innerhalb einer Operation werden in die nächste Schlacht mitgenommen und können erst vor einer neuen Operation wieder vollständig aufgefrischt werden. Hier sehen wir gerade etwa eine Schlacht während des Feldzugs in der Normandie. Offensichtlich ist der Wechsel von der alten 2D auf moderne 3D-Schlachtfelder. So hält endlich auch die Topografie der Landschaft Einzug in die Spielereihe und beeinflusst natürlich Dinge wie Sicht- und Feuerlinien. Die Kamera ist dabei frei dreh- und zoombar. Allerdings ließ sich der Blickwinkel beim Anspiel nicht ändern, was dazu führt, dass die Übersichtlichkeit in manchen Bereichen ein wenig leidet. Ich hoffe, dass dies in der fertigen Version möglich sein wird. Befehle werden ganz klassisch wie in jedem anderen Echtzeitstrategiespiel auch per Mausklick und Auswahlmenü erteilt. Neu in der Serie ist ein dynamisches Sichtlinienwerkzeug, wie man in dem Video immer wieder mal sehen kann. Damit lässt sich Gelände intuitiv etwa nach geeigneten Punkten für einen Hinterhalt, Packstellungen oder vom Feind nicht einsehbare Bereiche absuchen. Die Grafik selber ist dabei eher zweckmäßig und kann sich nicht mit Spielen wie Steel Division Normandy 44 messen. Aber hübsche Grafik ist ja nicht alles und gerade bei realistischen Kriegsspielen steht etwas anderes im Fokus.
die möglichst akkurate Umsetzung des Kampfgeschehens. Und genau hier liegt die Stärke von Close Combat. Um erfolgreich zu sein, müssen echte militärische Taktiken angewendet werden. Sorgfältiges Platzieren der Truppen, verdecktes Vorrücken, effektive Feuerunterstützung, Einhaltung der Feuerdisziplin, um Munition zu sparen, sorgfältige Auswahl der geeigneten Truppen für einen Angriff, Aufrechterhaltung einer effektiven Befehlsstruktur und der Einsatz der unterschiedlichen Einheiten wie Infanterie, Artillerie und Mörsern im Waffenverbund sind Grundlagen für einen Sieg im Feld. Dazu kommt noch das serientypische Moral- und Emotionssystem der einzelnen Soldaten. Wer nicht auf seine Soldaten Acht gibt und deren körperliche und geistige Verfassung im Blick hat und in seine taktischen Überlegungen mit einbezieht, wird Probleme haben, effektiv auf dem Schlachtfeld zu agieren. Man sollte sich also zweimal überlegen, eine wichtige feindliche MG-Stellung mit bereits moralisch am Boden liegenden Soldaten auszuschalten. Der Befehl wird eventuell nicht befolgt oder schlimmer noch, die Soldaten könnten während des Angriffs einfach in Panik geraten und das Schlachtfeld für den Rest der Mission verlassen. Zum Abschluss noch ein paar weitere Fakten in schneller Reihenfolge. Im fertigen Spiel erwarten uns über 50 verschiedene Fahrzeuge, mehr als 300 realistische Einheitentypen, über 100 verschiedene Waffensysteme, Multiplayer-Modus mit neuer Koop-Funktion, einem Szenario-Editor und, so ungewöhnlich es sich anhört, die Möglichkeit, während der Schlachten zu speichern. Ja, ihr habt richtig gehört, das ging bisher nicht und war ein ständiges Ärgernis der Serie. Obwohl sich der ein oder andere, ich eingeschlossen, vielleicht einen größeren Sprung in der Evolution der Serie erhofft hat, bleibt abschließend zu sagen, dass sich Close Combat mit dem neuen Teil A Bloody First selber treu bleibt und genau das liefert, was Fans erwarten. Nämlich eine einfach zu bedienende, dennoch anspruchsvolle und realitätsnahe Zweite Weltkriegs-Echtzeittaktik auf Zugebene.